Nachdem O'Brien weg war, suchte ich erstmal in meinem Auto nach Kleingeld, das da noch herumliegen könnte. Mein Plan war, genug Geld zusammenzukratzen, damit ich mir einen Happen zu essen leisten konnte, bevor ich das Auto kurzschließen würde. Ich war ein wenig überrascht, als ich sah, dass mein Handy, mein Portemonnaie und meine Schlüssel auf dem Beifahrersitz lagen und auf mich warteten. Alles drehte sich in meinem Kopf und mein Magen brauchte dringend etwas zu essen. Selbst Tankstellenessen war akzeptabel. Ich ging schnell die Gänge auf und ab und sammelte alles an Lebensmitteln ein, das nicht aussah, als würde es meinen Brechreiz auslösen. Eine Tüte Studentenfutter, Chips, Jerky und eine Flasche Gatorade. Ich brachte alles zum Tresen, wo Jack, der Kassierer, gerade etwas auf seinen Laptop abtippte. Ich klopfte auf den Tresen, um seine Aufmerksamkeit zu erregen. Er blickte mit einem Lächeln auf und sagte, »Hast deine Brieftasche gefunden, was?« Ich ließ das Zeugs vor ihm fallen und antwortete, »Sieht so aus.« Er scannte alles, ich bezahlte und dann widmete er sich wieder dem Laptop. Ich hatte keine Lust mehr zu warten, also öffnete ich die Chipstüte direkt dort und bekam fast einen kleinen Herzinfarkt, als hunderte von winzigen Spinnen aus der Tüte strömten. Sie waren schwarz und krochen in alle Richtungen übereinander. Ich ließ die Tüte auf den Boden fallen und fing an, sie alle unter meinen Stiefeln zu zertreten. »Was zum Teufel?« schrie ich den Kassierer an. Er blickte mit erhobenen Augenbrauen zu mir zurück und fragte, »Was?« »Hast du das nicht gesehen? Da waren...« In dem Moment verschlug es mir die Sprache. Da war etwas im Laden. Etwas Unmögliches. Eine weitere Spinne kroch die Wand hinter der Kasse hinauf. Nur diese hier war nicht winzig. Diese hier war mindestens so groß wie ein Rottweiler. Mit glänzend schwarzen Beinen, die so dick wie Spazierstöcke waren und einen pulsierenden schwarzen Unterleib. Ich konnte die Reflexion der Leuchtstoffröhren auf ihren prallen, nassen, schwarzen Augen sehen und ich konnte die einzelnen nadelförmigen Haare erkennen, die ihren Körper bedeckten. Sie kroch die ganze Wand hinauf, drehte sich dann auf den Kopf an der Decke und bewegte sich in meine Richtung. Ich griff an die Stelle auf meiner Seite, wo meine Waffe hätte sein sollen und fiel rückwärts, erst in ein Regal mit Schweineschwarten und dann auf meinen Arsch. Meine Stimme kam schließlich zurück und ich schrie, »Was ist das für ein verdammtes Ding?« Jack hatte es offensichtlich nicht gesehen. »Was?« Sie krabbelte, langsam aber stetig an der Decke. Ich wartete leise darauf, dass sie sich an mir vorbei bewegte, ohne auch nur eine Sekunde wegzuschauen. Und erst nachdem sie bis zur anderen Seite des Ladens gekrabbelt war, flüsterte ich, »Siehst du das?« Jack folgte meinem Blick zur Decke, dann sah er mich an und sagte, »Was? Eine riesige Spinne?« »Ja! Was zum Teufel?« »Nein.« Die Spinne krabbelte nun weiter mit konstanter Geschwindigkeit die Wand auf der anderen Seite in der Nähe der Kühlregale herunter und ich verlor sie hinter den Lebensmittelregalen aus den Augen. Ich sprang auf, machte ein paar Schritte zur Seite und versuchte herauszufinden, wohin das Ding verschwunden war. Aber es war nicht mehr da. Ich blickte auf Jack zurück, der nicht so reagiert hatte, wie ich es erwartet hatte. Beziehungsweise überhaupt nicht. »Was meinst du mit Nein?« flüsterte ich. Er seufzte tief und rief, »Marlboro!« »Komm mal kurz her!« »Mit wem redest du?« Er streckte sich beiläufig und schloss seinen Laptop, sah mir dann in die Augen und sagte, »Es sind die Schmerzmittel, die sie mir gegeben haben. Ich musste aufhören, sie zu nehmen, weil sie mich dazu brachten, Spinnen zu sehen.« »Was?« »Ich weiß, richtig. Die seltsamste Nebenwirkung aller Zeiten, aber anscheinend gibt es wirklich markenspezifische Halluzinationen. Spinnen! Überall! Auf meiner Kleidung, unter der Dusche, in meiner Zahnpasta!« Ich entschied, dass der Schmerz nicht so schlimm war wie die Spinnen in meinem Müsli. Warte, du hast mich unter Drogen gesetzt? Oh, ich nicht. Die Tür zur Vorratskammer öffnete sich und der Angestellte von vorhin, der meine Nägel bemalt hatte, kam heraus, während er ein Bier trank. Du hast geläutet? Fragte er. Der Kassierer antwortete, hast du diesem Kerl meine alten Schmerzmittel gegeben? Oh, aber sowas von, antwortete er. Ich habe viel klein gemahlen und sie in seine Wasserflasche getan. Mein Herzschlag begann sich endlich wieder zu normalisieren, nachdem das Adrenalin langsam durch reine, unverdünnte Wut ersetzt wurde. Ich versuchte, mich zusammenzureißen und fragte so ruhig wie irgend möglich. »Wie kommst du auf die Idee, sowas zu machen?« Er lächelte, zuckte mit den Achseln und sagte, »Ich habe nur versucht zu helfen.« Ich rieb mir die Augen und atmete tief durch. Wenn er etwas näher gestanden hätte, hätte ich ihn wahrscheinlich geschlagen. Glücklicherweise habe ich es geschafft, die Ruhe zu bewahren. So abgefuckt. »Hey Mann, geht's dir gut?« fragte der Kassierer. »Welcher Teil hiervon sieht für dich nach gut aus?« »Ja, das habe ich mir schon gedacht. Du bist Vanessas Onkel, oder?« »Das ist richtig. Du kanntest sie?« »Ein wenig. Sie war eine anständige Angestellte, tauchte immer pünktlich auf und hat nie etwas gestohlen. Ich war deprimiert, als sie verschwand.
Ich frage nur ungern, aber weißt du, was mit dir passiert ist? Vielleicht waren es nur die Drogen, aber ich hatte Probleme, diesen Kerl zu lesen. Meinte er das ernst? Das habe ich vorher herauszufinden. Ich nehme an, du glaubst nicht an die Geschichte, dass sie einem Kult beigetreten ist. Es gab eine minimale Reaktion bei dem Wort Kult. Für den Bruchteil einer Sekunde sah der Kassierer den anderen Angestellten an und dann wieder zurück zu mir. Nein, ich glaube nicht, dass sie dem Kult beigetreten ist. Hier ging noch etwas anderes vor sich. Ich fragte ihn ganz direkt. Was genau ist deiner Meinung nach passiert? Ich weiß nicht. Der andere Arbeiter gerätschte rein und sagte, vielleicht hat sie einen Dämon erwischt. Was, wie in Twin Peaks? Alter Spoiler! Die Show lief vor 20 Jahren. Entweder hast du sie gesehen oder halt nicht. Das war sinnlos. Diese beiden arbeiteten zusammen, um vom Thema abzulenken. Wenn ich herausfinden wollte, was sie wussten, müsste ich sie trennen. Die einzige Frage war, wie? Dann lehnte sich der Kassierer zurück, um seine Krücken von der Wand zu greifen und sagte, Marlboro, übernimm für mich. Ich geh was essen. Okidoki, sagte Jerry. Oder Marlboro. Oder wie auch immer sein verdammter Name tatsächlich war. Er schien mir die Art von Kerl zu sein, der ein Namensschild eines anderen finden und sich dann selbst anstecken würde. Einfach weil. Hey, sagte ich, nachdem der Kassierer aufgestanden war. Wie wär's, wenn ich dich zum Mittagessen einlade? Er sah mich ein paar Sekunden lang unangenehm an und fragte, warum solltest du das tun? Ich möchte dir ein paar Fragen stellen. Über Vanessa? Ich kannte sie wirklich nicht so gut. Über diese Stadt. Ich bezahle das Mittagessen. Was sagst du? Er dachte noch ein paar Sekunden lang über das Angebot nach, nickte und sagte, okay. Ich überprüfte mein Handy während der Fahrt, nur um zu sehen, wie spät es war. 12.05 Uhr. Dann warf ich es aus dem Fenster. Selbst wenn sie es nicht verwanzt hatten, gab es keine Möglichkeit, wie ich dem Ding jemals wieder vertrauen würde. Wir gingen zu einem kleinen Diner in der Stadt namens Maryland's, wo wir beide das gleiche bestellten. Einen Cheeseburger und Pommes. Ich nahm einen schwarzen Kaffee und er trank ein Rootbeer. Ich ließ ihn erst einmal essen, bevor ich zu den Fragen kam. Es hat nicht lange gedauert, um meine Portion zu verschlingen. Glücklicherweise war sie diesmal komplett spinnenfrei. Was auch immer Marlboro in mein Wasser getan hatte, war inzwischen vollständig abgeklungen und die Schmerzen in meinem Bein waren in voller Stärke zurückgekehrt. Aber es war schwer, sich zu beschweren, während dieser Kerl mir gegenüber saß. Wenigstens hatte ich noch alle meine Gliedmaßen. Soweit ich sehen konnte, war mein Bein direkt unterhalb des Knies amputiert worden. Die Art und Weise, wie er Krücken benutzte, zeigte, dass das Ganze noch nicht allzu lange her gewesen sein kann. Ich beschloss also, meinen Jammern für mich zu behalten. Nachdem er mit seinem Burger fertig war, versuchte ich, zu den Fragen überzugehen und herauszufinden, wie viel mich dieser Kerl wissen lassen würde. Dieser Typ mochte seine Privatsphäre und alles, was ich herausfand, waren nur die Eckdaten. Sein Name war Jack. Er war wesentlich jünger als ich. Er arbeitete seit dem Ende der Highschool an der Tankstelle und kümmerte sich gerne um seine eigenen Angelegenheiten. Schließlich kam ich dazu, ihm nach seiner Verletzung zu fragen, ohne wirklich eine Antwort zu erwarten. Aber überraschenderweise plauderte er wie aus dem Nähkästchen, als wäre das Ganze keine große Sache. Ich hatte vor einer Weile eine komplexe Fraktur und mir das Bein an zwei Stellen gebrochen. Wenig überraschend besitzt diese Stadt nicht unbedingt die besten medizinischen Einrichtungen. Es gab einige Komplikationen und ich fing einen Stamm von antibiotikaresistenten Acinetobacter ein. Lange Rede, kurzer Sinn. Er imitierte ein Kettensägengeräusch und gestikulierte, als würde er sein eigenes Bein abschneiden. Danach nahm er einen Schluck Rootbeer. Was weißt du über diesen Kult? Ich beobachtete seine Mimik auf irgendeine Reaktion, aber falls es eine gab, verbarg er diese ziemlich gut. Nicht viel. Ein Dutzend oder so attraktive Millennials gruppierten sich unter einem charismatischen Anführer. Er rekrutierte sie von überall her über das Internet, versprach Aufklärung und Orgien. Das Ganze endete nicht so gut. Habe ich mitbekommen. War Spencer Middleton Teil dieses Kults? Jack schauderte sichtlich bei der Erwähnung von Middleton. Interessant. Nein, antwortete er. Aber er schnürt die ganze Geschichte schön zusammen, nicht wahr? Du denkst, Spencer ist unschuldig? Jack lachte und schüttelte den Kopf. Nein, der ist genau das Gegenteil von unschuldig. Ich sage nur, dass er nicht gerade ein Teamplayer ist. Vor dem Fenster sah ich O'Briens Wagen in den Parkplatz einbiegen. Scheiße, die Zeit läuft uns davon. Schau, sagte ich schließlich. Mir ist heute etwas Seltsames passiert, als ich im Wald war. Dinge, die ich nicht genau erklären kann. Und ich möchte nichts lieber, als für ein paar Wochen zu schlafen und mich wieder aufzuladen. Aber das ist gerade nicht drin. Ich glaube, mit dieser Stadt stimmt etwas nicht. Und ich glaube, Vanessa wurde da hineingezogen. Und ich denke, dass du vielleicht, nur vielleicht, weißt, was los ist. Warum solltest du das denken? Wegen dem Deputy, der gleich hereingestimmt kommt. Sie scheint schrecklich bedacht darauf zu sein, dich zu beschützen.
Die Tür öffnete sich, O'Brien blickte sich um und entdeckte uns sofort. Jack hatte ihr noch den Rücken zugedreht. Er sagte, da liegst du nicht falsch. Hier passieren seltsame Dinge. Aber du suchst an der falschen Stelle. Vanessa war keine Kultistin. Die starben alle lange bevor sie verschwand. Woher weißt du, dass die Kultisten tot sind? Ich dachte, sie werden nur vermisst. Das sind genug Fragen für den Moment, Nagellack, sagte O'Brien, als er eine Hand auf Jacks Schulter legte. Alles in Ordnung, Krücke? Prächtig, antwortete er. Ich war mir jetzt sicher, da war etwas los zwischen Jack und O'Brien. Vielleicht beschützt sie ihn nur. Vielleicht arbeiten sie zusammen. Vielleicht läuft da auch etwas zwischen den beiden. Ich wusste es jedenfalls nicht und es war fast unmöglich, einen Blick in seinen Kopf zu werfen. Aber die eine Sache, die ich aus diesem Gespräch mitnehmen konnte, war das. Ich glaubte ihm. Er wusste offensichtlich mehr über den Kult, als es den Anschein machte. Und Vanessa war kein Teil davon. Damit war ich fast wieder am Anfang. Ich hatte ein Treffen mit Roger in 7 Stunden und musste noch Zeit totschlagen. Der ernüchternde Fakt, dass ich an diesem Morgen einen Mann in Selbstverteidigung getötet hatte, brannte noch in meinem Unterbewusstsein und ich wusste, dass ich, wenn die Zeit gekommen war, das Ganze verarbeiten musste. Aber jetzt war nicht die Zeit dafür. Jetzt war die Zeit, mich durchzubeißen. Nachdem ich Vanessa oder ihren Mörder gefunden hatte, hätte ich genug Gelegenheit, um einen Nervenzusammenbruch zu haben. Jamie sah ziemlich schockiert aus, als er mich sah. Ich hatte keine Lust, alles zu erklären, also bat ich ihn nur, 2 Töpfe mit kochendem Wasser aufzusetzen und mir etwas Reinigungsalkohol, Zahnseide und Nähzeug zu besorgen. Er ist ein guter Junge und ich hasse es, ihn erneut zu traumatisieren, aber ich konnte nicht ins Krankenhaus gehen. Nur für alle Fälle. Als das Wasser kochte, warf ich die Nähnadel in einen und meine Autoschlüssel in den anderen. Ich wusste besser als die meisten Leute, wie einfach es heutzutage ist, etwas zu verwanzen. Selbst meine Brieftasche würde im Handschuhfach meines Autos bleiben, bis ich es nach Hause zurückgeschafft hatte und neue Kreditkarten besorgen konnte. Von jetzt an musste ich alles bar bezahlen. Mein Neffe stellte es nicht für eine Sekunde in Frage, als ich mir sagte, dass ich für den Rest der Zeit Vanessas Honda fahren würde. Ich konnte mir die Fahrt mit meinem Auto nicht leisten, da dieses sehr wahrscheinlich auch verwanzt worden war. Er hat insgesamt nicht viele Fragen gestellt und ich habe nicht so viele Antworten gegeben. Das Äußerste war: Warum sind deine Nägel rot? Ich habe keine Ahnung. Ich habe etwas Zahnseide durch eine Nadel gezogen und diese in eine Hakenform gebogen. Wenn ich das richtig anstelle, würde es nur wehtun. Wenn ich es jetzt auch verkacke, wäre es kaum auszuhalten. In diesem Moment fragte ich mich, ob es wirklich wert war, die Spinnen nicht zu sehen und dafür den kommenden Schmerz zu spüren. Ich riss den Panzertape-Verband ab, Schicht für Schicht. Schließlich entfernte ich das letzte Stück, nur um die grauenvolle, x-förmige Wunde in meinem Bein zu sehen. Gerade als ich dachte, dass mich nichts mehr überraschen konnte, wurde ich eines Besseren belehrt. Dieser Hurensohn. Irgendwie hatte es irgendjemand geschafft, mir zuvorzukommen. Die Wunde war bereits sehr ordentlich vernäht worden. Fast, möchte ich sagen, professionell. Die Arbeit war so sauber, dass sie nur minimale Narbenbildung hinterlassen würde. Daneben, unter einer getrockneten Blutschicht, konnte ich erkennen, wie jemand in wackeliger Handschrift Jerry war hier geschrieben hatte. Ich legte die Nadel auf den Küchentisch und fragte Jamie, ob er irgendwelche alten Antibiotika im Haus habe. Ja, vermutlich. Irgendwo. Ich werde sie alle brauchen. Es ist erstaunlich, welchen Unterschied eine Dusche und saubere Kleidung machen können. Ich knallte meine Handvoll Schmerzmittel, die rezeptfreie Variante, rein und zerlegte einen von Donnys alten Lautsprechern, um an den Magneten darin zu gelangen. Ich sage nicht, dass ich glaube, dass Marlboro einen Tracker oder ein Abhörgerät in meine Beinwunde genäht hatte, denn das wäre verrückt. Ich sage nur, dass ich ein paar Mal mit einem extra starken Magneten über die Wunde gefahren bin, nur um sicher zu gehen. Als nächstes ging ich in Vanessas Zimmer und stand einen Moment lang still, verschaffte mir einen Eindruck und versuchte ein Gleichgewicht zu finden zwischen der Achtung ihrer Privatsphäre und dem Zerpflücken des Ortes nach Hinweisen. Ich hatte noch viel Zeit vor meinem Treffen, aber trotzdem trat ich mich selbst für die Zeit, die ich darauf verschwendet hatte, mich volllaufen zu lassen, obwohl es da draußen noch eine Menge Antworten gab, die gefunden werden wollten. Fakten. Diese Stadt hat ein seltsames Geheimnis. Jemand, der mächtig genug ist, um einen verunglückten Truck und 3 Leichen innerhalb von ein paar Stunden verschwinden zu lassen, hat mich verarscht. Jemand wusste, wie man meinen Bruder imitiert und mich in eine bizarre Falle im Wald lockt. Aber warum? Das Sheriff Department tat nun so, als würde es Vanessas Verschwinden untersuchen. Der Kult war nur eine Cover-Story. War Vanessa überhaupt in irgendetwas davon verwickelt? Ich wartete, ohne Antworten zu finden, durch diese Fragen, als ich Jamie sagen hörte: Hey, Onkel Eric? Ich schnappte aus meiner Benommenheit heraus und drehte mich um Jamie in der Tür stehen zu sehen. Ja, Kleiner? Du hast Besuch.